18-jährige Franzi lebt noch bei ihren Eltern auf einem Bauernhof und muss mit anpacken. Doch die Landluft stinkt ihr gewaltig. Deshalb versucht sie mit allen Mitteln, den Geruch zu beseitigen. Koste es, was es wolle. Was machst du da? Ich kann sonst nicht arbeiten. Ich bin seit 3 Monaten mit Hagen zusammen. Ich liebe ihn, aber er hat einfach kein Verständnis für meine feine Nase. Franzis Freund Hagen ist ein echter Naturbursche und studiert Landwirtschaft. Ich mache das nur, weil ich Geld brauche. Ich weiß gar nicht, was du hast. Der Geruch ist doch ganz normal. Was, hast du eigentlich deinen Geruchssinn verloren? Stinkt einfach ekelhaft. Soll ich dir helfen? Du könntest mir helfen, indem du mir ein bisschen Geld leihst. Du weißt, dass du schon 50 Euro bei mir Schulden hast, von letzter Woche. Aber schau mal, Hagen, dann könnten wir jetzt direkt losgehen. Ja, und aber hinterher krieg ich es dann nicht wieder? Doch, klar kriegst du es wieder. Und wenn ich meine Deos und Parfüms habe, dann kann ich mich auch zusammenreißen und hier arbeiten. Das hast du letzte Woche auch schon gesagt. Ohne einen guten Duft in der Nase halte ich den Stallgestank überhaupt nicht aus. Kriegst du es auf jeden Fall zurück. Wie viel Geld brauchst du denn? Hast du 100 Euro? 100 Euro? Oh, muss ich aber erst mal gucken. Ich hab's auch nicht so dicke. Aber ich krieg es wieder, ja? Ja, klar. Vielen Dank. Dankeschön. Dann komm, lass uns losgehen. Kommen wir los direkt? Nimmst du deine Schuhe? Ja. Alles klar, komm. Wenn Kinder von ihren Eltern in einen Beruf gedrängt werden, den sie gar nicht machen wollen, entwickeln sie häufig eine extreme Abneigung gegen die Tätigkeiten. Franzis übertriebene Reaktion auf den Geruch im Stall könnte daher ihren Ursprung haben. Kurze Zeit später. Franzi ist krank vom Gestank. Die 18-Jährige ist zu allem bereit, um den Stallduft endgültig loszuwerden. Gute Gerüche, die bedeuten mir alles. Ich liebe Parfüms, Deos, aber den Stallgeruch, den kann ich einfach nicht aushalten. Franzis Eltern können die 18-Jährige nicht verstehen. Sie müssen jeden Cent umdrehen. Denn mit ihrem kleinen Schweinebetrieb kommen sie kaum über die Runden. Daher ist Franzis Vater darauf angewiesen, dass die 18-Jährige ihn bei der Stallarbeit unterstützt. Guten Morgen! Guten Morgen! Na? Hallo! Wie geht's euch? Ich bin noch so ein bisschen müde. Gestern irgendwie zu lange noch im Stall gewesen und heute Morgen kam ich nicht raus. Und dir? Franzis Mutter ist die gute Seele im Haus. Ja, ganz gut. Nur mein Parfüm ist gerade leer gegangen. Mhm. Und jetzt wollte ich mit Hagen einkaufen gehen. Und da wollte ich dich fragen, Mama, ob du mir vielleicht was Geld dazu tun könntest. Ach, Franzi. Muss das sein? Ach komm, jetzt stell dich nicht so an. Ja, nee, das sehe ich nicht ein. Du bekommst Geld für Arbeit. Ja, aber das sind so Grundbedürfnisse. Ja, das sind so Grundbedürfnisse. Ach, das doch. Nein, das sehe ich gar nicht ein. Du bekommst Geld dafür, dass du hier arbeitest. Ich kann ja auch nachher arbeiten gehen. Hagen wartet schon vor der Tür. Der Hagen ist mir ziemlich egal. Franz ist unser einziges Kind. Sie soll den Ruf später mal übernehmen. Das ist auch normal, dass sie bei uns arbeitet. Aber nichts macht sie freiwillig. Du musst sie zu allem zwingen. Sie ist faul und verwöhnt. Ja, aber so ein Parfüm ist doch wohl so das Mindeste. Wofür das Mindeste? Ja, dass ich so ein bisschen gegen den Gestank hier ankämpfen kann. Ja, du kannst sie ja kaufen, aber dann musst du selber verarbeiten und auch eben Geld verdienen. Wir sind hier in keinem 5-Sterne-Hotel, wir sind auf einem Bauernhof, da müffelt es auch schon mal. Ich wäre lieber in einem 5-Sterne-Hotel als in so einem stinkenden Bauernhof. Oh, das reicht mir gleich. Schon lange bevor sie selbst Verträge abschließen, machen manche Jugendliche bei Verwandten und Freunden Schulden. Diese tauchen aber in keiner Statistik auf. In diesem Alter haben sich bereits viele Verhaltensweisen eingeschliffen. Eltern sollten ihren Kindern deshalb schon früh den Umgang mit Geld zeigen. Taschengeld ist eine Übung. Eine Stunde später. Franzi kann den Stallgeruch nicht ertragen.
die geliehenen 100 Euro will die 18-Jährige direkt in Duftmittel investieren. Oh, Hagen, riechst du das? Wie schön das hier duftet. Riecht doch hier ganz normal. Oh, ganz anders als auf dem Bauernhof. Oh, schau mal hier. Was willst du denn jetzt hier alles kaufen? Oh, wie gut das alles riecht. Hier noch die Parfüms. Das ist doch wieder alles viel zu viel. Hagen, bitte. Hier die Sprays. Oh, das duftet total toll. Riech mal. Boah. Nach Lotus. Hier auch. Du denkst dann, dass du nur 100 Euro hast, ja, ne? Ja, ja. Das passt schon. Währenddessen auf dem Bauernhof. Vater Ralf ahnt nicht, was seine Tochter im Schilde führt. Franzi! Soldaten jetzt. Franzi! Wie sieht das denn hier denn aus? Sieg sauber macht, die Schweine stehen im Mist. Naja, geht so nicht weiter. Ich hab die Schnauze langsam voll. Ralf, was ist denn los? Warum schreist du denn hier ja, so rum? Was ist denn los? Guck dir mal alles an. Hier ist nichts sauber gemacht. Alles so dreckig. Die Schubkarre steht hier. Meine Geduld ist am Ende. Kein Cent mehr sieht man dann von mir, bis sich mal zusammenreißt und endlich auf dem Hof mal Leistung bringt. Wo ist denn Franzi? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Die arbeitet auch heute hier umsonst. Die kann hier den ganzen Tag ackern, die bekommt nichts, die gehört zur Familie. Muss jetzt durch. Ralf, was sollen wir denn machen, wenn der Hof nichts für sie ist? Ja, was soll denn aus dem Hof dem Mädchen mal werden? Wir können sie doch nicht zwingen. Ja, uns hat auch keiner gefragt. Der Hof ist in der 6. Generation in unserer Hand. Komm, jetzt beruhig dich doch. Nein, ich kann mich nicht beruhigen. Guck mal, wie das hier aussieht. Nee. Komm. Nein, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich habe die Schnauze voll. Hier oben das noch. Das ist doch viel zu viel. Oh, total frisch. Das brauchen wir auch. Die Raumduft können wir auch immer gebrauchen. Ich glaube, so langsam reicht es. Franzi dreht ja völlig durch bei diesem ganzen Duftkram. Und eigentlich hat sie ja gar kein Geld dafür. 4,50. 3. Okay. 3. Ja, super, da haben wir doch alles, Hagen. Hast du alles? Ja, ja, komm. Das stinkt schon aus dem Einkaufswagen raus. Riecht total gut. Ich pack dann schon mal ein, ja? Ja, guten Tag. Oh, ich freue mich schon, wenn wir zu Hause sind. Was ist das überhaupt alles? Ja, das siehst du doch. Raumerfrischer, ein Parfüm, Deos. Doch reichen die 100 Euro? Franzi steckt in der Klemme. Sie sieht nur noch einen Ausweg. Es macht dann einmal 99 Euro und 86 Cent. Alles klar. Franzi hat sich des Ladendiebstahls schuldig gemacht. Der Warenwert war allerdings gering und dementsprechend gering wird auch die Strafe ausfallen. Eine geringe Geldstrafe und Sozialstunden würden auf Franzi zukommen, sollte Strafantrag gestellt werden. Dankeschön. Siehst du, hat auch genau gepasst. So viel Geld für so einen Mist. Franzi hat keinerlei Einnahmen und ist finanziell abhängig von ihren Eltern. In der Situation reichen auch schon kleine Summen, um junge Leute in eine nicht mehr rückzahlbare Überschuldung zu bringen. Kurze Zeit später. Franzi ist pleite und hat Schulden. Doch das verdrängt sie komplett. Sag mal, was willst du denn jetzt hier am Stall? Ja, die Duftsachen aufhängen. Die ganzen Sachen willst du hier drin aufhängen? Klar, wo denn sonst? Ob das so eine gute Idee ist? Deine Eltern sind bestimmt nicht begeistert davon. Ja, aber ich halte es einfach nicht aus mit dem Gestank hier. Ja, aber ich sag dir, es gibt nur wieder Ärger. Ja. Stinkt so. Boah, Schatz, du übertreibst schon wieder maßlos. Ja, ich versuch doch wenigstens ein bisschen was zu ändern. Es wird aber wieder so großen Ärger geben mit deinen Eltern. Das habe ich dir gerade schon mal gesagt. Zeig doch meinen guten Willen. Ja, aber es ist hier ein Stall und keine Parfümerie. Ach, Quatsch. Hör auf jetzt damit. Doch, guck mal, das sieht auch viel schöner aus. Du hast jetzt dafür 100 Euro weggeballert. Ja, aber... Das ist eine ganze Menge Geld. Ja, aber du kriegst das Geld ja auch wieder. Ja, denk dran, dass du bei mir sowieso noch Schulden hast. Was sind schon 100 Euro, wenn der Stall dann besser riecht? Ja, aber es lohnt sich halt auch. Wofür lohnt es sich denn? Dann halte ich es hier mal ein bisschen besser. Freu dich doch mal für mich.
Was ist das denn für eine Flasche? Die kenne ich ja gar nicht. Ach, das war ganz günstig. So, ich muss dann noch für die Uni lernen. Ich muss gehen, ja? Tschüss, okay, Schatz. Okay, Liebling. Ciao. Ciao. Zur selben Zeit. Franzis Vater ist verzweifelt. Seine Tochter verprasst das wenige Geld für Parfums und Deos. Dafür wirft die ihr ganzes Geld raus. Der 44-Jährige sieht nur noch eine Lösung. Das ist doch Wahnsinn, da macht doch alles krank, das ganze Zeug hier. Pah. Braucht niemand. Nein, so geht es nicht weiter. Ich pack's in Dicke. Ich hab's. Papa, was machst du denn da mit der Mülltüte? Mama bringt doch immer den Müll raus. Da ist doch kein Müll drin. Ich hab die Faxen dicke. Was ist denn da drin? Papa, zeig mir mal, was du da drin hast. Das ist ein Bauernhof, eine Parfümerie. Wie? Zeig, Papa, gib mir die Tüte. Hey, Franz, ich hab die Faxen dicke. Das ist ein Bauernhof, keine Parfümerie. Wie, Parfümerie? Zeig mir endlich, was in der Tüte drin ist. Ich hab versucht, dich so zu motivieren. Mit Zureden, hat nichts gebracht, dann hab ich dir Geld geboten. Und dann machst du nur die Sachen, die auch wirklich am äußersten nötig sind. Ja, damit die dann, und wenn du dann keinen Bock hast oder Geld brauchst, dann machst du heute einen Mist. Ich hab die Schnauze voll und die Faxen dick mit dir. Ich dachte, ich sehe nicht recht, als ich meine Duftsachen in den Beutel gesehen habe. Papa spinnt doch. Gib mir das jetzt wieder. Nein, wenn du das nicht mehr hast, dann konzentrierst du dich auch mehr auf die Arbeit hier auf dem Hof. Papa, gib mir jetzt diese Tüte. Ich habe so viel Geld dafür ausgegeben. Schluss damit. Gib mir das. Nein. Papa, was machst du? Ich habe dafür viel Geld ausgegeben. Ja. Papa, warum hast du das gemacht? Das ist so ekelhaft. Ich kann das nicht. Papa spinnt doch. Ich muss mir unbedingt neue Sachen kaufen. Dafür brauche ich Geld. Aber ich habe schon einen Plan. Am nächsten Tag. Franzi braucht dringend Geld. Die 18-Jährige hat einen fatalen Entschluss gefasst. Zuchtsau Frieda muss dran glauben. Es tut mir echt leid, aber ich brauche das Geld wirklich, sonst halte ich es hier nicht mehr aus. Du wirst es auch sicher sehr gut haben bei deinem neuen Besitzer. Wir haben ja so viele Schweine. Was macht da eins weniger? Ich brauche unbedingt das Geld. Guten Tag, Schmidt. Guten Tag. Ah, Binder, freut mich. Ist das die Sau, die Sie verkaufen wollen? Ja, genau. Das ist noch ein ganz junges Tier und befindet sich in Top-Gesundheitszustand.